Daylight habe ich gespielt. Hast du das Und gespielt? wie war das? Das sah auch eigentlich ganz gut aus. Aber ich bin immer so ein Ja. bisschen, also ich mag immer so Spiele. Ich habe letztens auch dieses Xolaat habe ich mir auch geholt. Sieht auch super aus, aber dann kommen halt diese Monster und es tut mir leid, viele von diesen Leuten, die so echt geile Umgebungsszenarios bauen, können kein Creature Design und können keine Animation von Creatures. Diese ganzen Monster, die wirken so lächerlich, wenn die dann irgendwie Das stimmt, auf dich ja. zulaufen. Das ist so dämlich. Dann geht für mich irgendwie auch der ganze Reiz von so einem Spiel verloren. Das muss auch geil animiert sein, sonst wird das nichts. Und die können halt noch so geile Umgebungsgrafiker sein, wenn sie es halt nicht schaffen, eine gescheite Figur und damit auch eine gescheite Animation hinzukriegen, dann ist das irgendwie nur so. Ja. Ich weiß, Slenderman ist ja im Prinzip auch so. Und das Ja, ist beruht eigentlich nur auf diesem Schreckmoment. gut, Und das stimmt so natürlich ist noch Daylight dazu, auch. ja, genau. Ja. Ja. Genau. Diese Das ist einfach nur. Jumpscares. Ja, heißen die so? Jumpscares, Ich ja. bin ein paar Mal tierisch zusammengefahren und hatte danach diese Gänsehaut. Also ich fand das ein, zweimal lustig und danach wollte ich dann doch raus. Und ich glaube, bei Daylight, entweder habe ich es falsch gespielt oder nicht richtig rausgekommen. Man kommt nicht raus aus dem Haus, glaube ich. Und das fand ich dann doof. Das hätte ich mir schon gewünscht, Ja, da ja, ja. frei zu Es gibt sein. schon ein paar ganz gute so Horror-Games, aber ich bin mal gespannt, wie die das gemacht haben. Es soll ein bisschen subtiler sein, aber wir werden Schade, dass es sehen. so teuer ist. Ich hätte jetzt auch Bock drauf. 13 € ist doch nicht so teuer. Das ist doch relativ günstig für ein Spiel, das gerade erst rausgekommen ist. Stimmt. Miss Cookie TV, in deinem dritten unterwegs warst du in Bad Honnef. Das stimmt. Und ich musste vor Freude fast jubeln, dass du da warst, weil ich hier wohne. Ja, ist doch schön. Wir haben Hast du uns gut eigentlich verstanden. meine E-Mail bekommen von dem von deinem Hab ich. Hab bezog sich ich. auf dein erstes mit dem Kloster Heisterbach? Hab ich. Hab ich Hast du gesehen, die ja. Tür jemals gesehen? Nee. Echt nicht? Na gut, dass ich Nein. dir ein Foto geschickt habe. So, bist du mal drin? Nee, ne? Ach so, nee, ich bin noch nicht drin. Ich muss auch Nochmal. meinen Controller erstmal anschalten. Ich hab dir schon mal Vanish vorgeschlagen. Ich glaube, Vanish hat mich nicht abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Layers of Fear habe ich mich schon ab und zu gewaltig verjagt, sagt Killer Kürbis. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht musst du auch da bleiben, Ossel, wenn ich das spiele und mir das Händchen halten. Ja, kann ich machen. Kann ich, vielleicht kann ich das machen. So, warte mal. 3 in 3. Drück ich mal. Ah! Warte, ich muss doch erst noch den Controller anmachen. Der ist schon eingestaubt. Alter. War schön bei dir, muss ich sagen. Ja, Hat das Spaß war gemacht. letzte Livestream haben wir ja gemeinsam gezockt. Den muss ich noch hochladen. Ich bin ja etwas in Verzug mit Na dem los. Upload bei YouTube. Aber es war sehr lustig, weil wir mal so ein paar Hot Seat Games machen konnten. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr so, weil alles online ist. Ja, nebeneinander sitzen und zocken. Ja. Macht Spaß. Ach so, ja, übrigens, apropos Essen. Ich habe vorhin, weil ich so schlecht drauf war, habe ich mir Lebkuchen gekauft. Meine ersten Lebkuchen in diesem Jahr. Fängst aber früh mit an. Ja, ich weiß. Magst du diese Dominosteine mit dem Gelee da Ja, drin? ich mag die auch. Dominosteine, Lebkuchen in allen Sorten. Und was ich nicht so gerne mag, sind Spekulatius. Die finde ich so ein bisschen langweilig. Ja, ich auch. Hast du bei Warhammer The End Times Vermintide Beta reingeguckt? Nein. Aber Vermintide steht bei mir ganz oben auf der Liste auf jeden Fall. Der Morph sagt, ich bin relativ spät dran. Kommst du jetzt mal ins Spiel oder was? Ja, fahr ich. Müsste jeden Augenblick da sein. Kommt, Connecting mit drei du Punkten. stehst zu spät zum Stream und zu spät zum Spiel. Da bin ich doch. Sauber. Du musst aber jetzt ein bisschen auf mich aufpassen. Inwiefern? Ich muss erstmal die Szene umstellen. War das nicht letztes Mal so, dass wir. Ah, ich sehe nur mich. Warte ab, ich bin gleich da. So, oh, ich bin noch oben. Das ist noch vom letzten Mal, von unserer Duo-Einstellung. Das muss ich auch mal gerade einstellen. Du Bisschen anstellen. überall. Stimmt, der Ja. Zauberer, So. du bist der Zauberer anscheinend. Ja, ich bin der Zauberer, das kann gut sein. So, haben wir denn schon herausgefunden, was wir jetzt machen müssen? Wir haben doch letztes Mal irgendwie ein Level nur geschafft, glaube ich, ne? Ja, und dann aber auch nur so ein Sonderlevel. Ist So das einen das hier? kleinen Kreis. Im Inneren des Buchs. 0 von 0. Also, echt?
Ich meine, da waren wir schon drin. Ne, wir waren schon im Buch. Das ist hier eine seltsame Begegnung, aber im Inneren des Buchs, glaube ich, wäre jetzt dann der nächste. Ich muss mir ganz kurz nebenher noch einen Lebkuchen essen. Warum blinkt mein Controller? Die Batterien gerade erst neu gemacht. What a highly irregular way of doing research. So, bist du auch da? Ja. Hallo, ist hier jemand? Doch, das haben wir schon gespielt. Haben wir das schon gespielt? Aber es steht hier 0 von... Nee, 134 von 150. Na dann, zurück zur Karte. Merkwürdig. Ich dachte, das hätten wir noch nicht gespielt, weil das stand ja gerade... Doch, ja, das kann sein, aber weil das war doch mit dem Umblättern. Das war eigentlich sehr geil gemacht. Vielleicht hätten wir ein bisschen... Ja, vielleicht gab es da irgendwie mehrere. Hier hinten ist noch was leuchtet, was wir noch nicht gespielt haben. Da bin ich. Ja, hier, können wir 25 neue dazu holen. Die Feder rechts sieht aus wie das Logo vom alten Photoshop. What? Was sind das denn hier für Viecher? Wer bin ich eigentlich überhaupt? Der bin ich. Okay, alles klar. Ich bin der Ritter. So, dann denken ihr, du hast diesen Stampfschritt, der ist besonders wirkungsvoll. Aber wie ging der nochmal? Nach oben und dann B. Boah, mir geht's echt gar nicht so gut. Ich sehe gar nicht, wo ich bin. So, hier, guck mal, dann stolpern die immer so. Das ist doch sehr gut. So, ich habe einen weggemacht. Was ist denn das für ein lila Balken, den du da hast? Ich habe keinen lila Balken. Aber springen und B... Ich habe den großen weggemacht. Oh, jetzt kommen zwei große. What? What the fuck? Volles Actionspiel geworden hier. Wir haben übrigens einen Patch rausgebracht. Also vielleicht ist das jetzt besser. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Was muss ich machen? Ich bin auch dann tot. Ja, wieso bist du denn sofort tot gegangen? Komisch, ne? Mensch. So, jetzt aber diesmal mehr Concentration. So, einen habe ich weggemacht. Immer mal wieder springen, dann könnt ihr dir nichts anhaben, die Viecher. Und wenn du die triffst... Boah, schon wieder zur Hälfte weg, ey. Ah, ich habe einen in die Lava gekickt. Wie geil ist das denn? Du bist doch tot. Nee, ich lebe noch. Du bist tot. Nee, das bin ich, mein Freund. Siehst du? Ah ja, stimmt. Dann haben wir zufällig die gleiche Bewegung gemacht. Oh Gott, ich kann die doch nicht mehr so wiederholen bei so vielen. Ich hätte den nicht wegmachen dürfen. Versuch mal hier. Da bist du wieder. Das ist eigentlich ganz gut so, ne? Sonst... Oh, scheiße, aber wenn die einen erwischen. Ja, du musst immer zwei, dreimal schlagen und dann wieder hochspringen. Ich bin runtergefallen. Oh, du Noob! Ja. Jetzt muss ich wieder doch, alles machen hier. Du bist noch im Stau gerade, ne? Ich bin voll im Stau. Oh Gott, jetzt haben sie mich gerade gekriegt. So. Kommt mir nicht zu nahe. So, da ist er wieder. Schau ab. Ich hau ab, sagt er, und lässt mich hier mit den letzten drei kleinen Viechern alleine. Alles muss ich machen. Nice. 1, 2, 3, 4 und 5. Nice. Haben wir es schon hingekriegt? Wir vor allen Dingen. Ey, ich teile gerne. Also ist lieb von dir. Mein Ruhm. Was für eine scheiß Nullnummer war denn das? So eine scheiß Nullnummer. Ey, wir können halt immer noch nicht hier die... Wir brauchen 700. Wir bräuchten noch 46 von diesen Steinchen. Irgendwas haben wir übersehen. Was ist hier? Hier ist noch eins. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wo der ist, der Rumpel. Ich hab keinen Schimmer. So. Wake me up when something interesting. Wake me up before you go go. So, der Zauberer ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, wir müssen hier rechts lang. Ja, warte mal, erstmal üben. Also, Y ist Kiste bauen? Ich üb doch nicht. Warum blinkt mein Controller, weißt du das? Oh. Wieso der blinkt? Wahrscheinlich hast du keine Batterie gleich. Ja, ich hab die letzte Mal schon... Trottel. ich bin auch schon verschieden. Du hast mich erschlagen, du Arsch. Aber das geht hier irgendwie nicht. Irgendwie weiß ich nicht, wie wir da...
können wir denn hier hochspringen? Ach so, das ist hier so eine Sprungsache, weißt du? Erinnerst du dich? Ah. Du, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich muss gerade nach Hause, ne? Ja, ja, ich muss. Ich glaube, ich habe doch keine Zeit mehr. Warte, ich leg dir den mal dahin. Ja, mach mal so, dass ich da drauf springen kann. Oh, beinahe! Jetzt musst du einmal rüberspringen und mich holen. Oh nein! Oh Gott, jetzt bin ich da hinten. Da drauf kann man keinen. Ja, ja, oder vielleicht musst du den ganz vorsichtig draufpacken. Ah, jetzt zum Beispiel. Ja, versuch mal. Nee. Ja, so nicht, ne? Nee, mach da nicht. Die pinke Brühe ist außerordentlich hübsch. Also, warte, ich versuch mal den vielleicht. Was machst du denn da? Ich versuch den mal anzuschieben. Was war das nochmal? Ich bin fast uns los. Ja, da musst du mit draufstehen, glaube ich. Versuch mal mit draufstehen. Andere Seite. Andere Seite wäre cooler, ne? Und mit B oder Y kannst du die ja so runterkicken. Ja, mit. Ich weiß auch nicht. Oder mit X. Oh! Schade, ich hätte es gerne noch ausprobiert. Nee, sah gut aus, Ossel. Sah gut aus. Wake me up when something interesting. Wake me up before you go. Einen haben wir schon. Something, aren't I? They'll never let me graduate if I don't find it. Das geht ja viel einfacher. Was ist das für eine Scheiße? Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ach geil, guck mal, ich kann die Kiste hier auch. Nice. What the fuck is happening? So, warte mal, lass mich mal drauf. Kann man jetzt vielleicht. Ach, die hätten wir nur irgendwie richtig hinpacken müssen. Nimm sie dir nochmal. Ah ja, schieb mich doch mal rüber, danke. Nein! Ja, lol. So, jetzt warte mal. Oh, in der Suppe ist man direkt weg. Ja, aber guck mal, ich pack die jetzt einfach hier hin. Oh nein. Das geht mir nicht. Das geht tatsächlich nicht. Aber vielleicht hätte ich die hochhalten können. Ja, ich glaube, das wird so. Ich stelle mich hier auf eine Kiste. So, jetzt halt ihr noch mal ein bisschen höher. Nur ein bisschen höher. Jawoll! Ja, und jetzt kannst du das gleiche. Warte mal, ich springe mal drüber. Nee, warte mal. Ich glaube, ich kann hier noch was anderes machen. Nee, wieso? Wir können das doch genauso machen. Nur du von oben. Okay. Ja, das jetzt zubauen ist total nett. Wieso? Wieso nicht? Wieso nicht? Geh doch mal her, ne? Kann ich nicht mehr. So. Also. Jetzt kann ich hier aber. Ja, das kann ich. Oh, Alter! Aua, mein Gott! Du hast sie dich selbst jetzt runtergekickt mit deiner eigenen Kiste. Sag mir, dass das nicht passiert ist. Ich hab so Kopfschmerzen. Oh, Alter. Jetzt muss ich wieder runter und dich holen. Echt jetzt? Ja, klar. Ach so, ich sehe dich nur im Mittelpunkt. Ja, sein könnte, dass man. Das ist mir jetzt aber peinlich. Ja, das wäre mir auch peinlich. Also alles, weil mein Controller. Und alles nur, weil ich dich liebe. Und ich dich weiß, wie ich es beweisen soll. Tote Hosen, ne? Ja. Es gibt aber auch. Ach, Egon. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ich muss ja erst noch mal rüber. Ich hab doch nur aus Liebe zu dir. Lass mal los. Ja, nur aus lauter Liebe zu dir. Lass das Ding los. Zu viel getrunken. Jetzt lass das los. Ja, wieso? Ich muss das doch halten. Na ja, ich muss aber rüber. Ach so. Und jetzt ist es weg. Ja, kennt ihr das auch? Mein Bruder hatte mal so eine Schlagerphase, wo der irgendwie so lauter Schlager gehört hat. Da war auch das dabei. Pagent, wo ist das Ding hin? Ich weiß es nicht. Ach doch, ich halte es immer noch, Tatsache. Ja, dann lass es doch mal los, bitte. Dann, während ich hier rumfälle, kannst du dann deine Schlager-Stories zum Besten geben. Und ein anderes war auch Pigalle. Das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Das haben wir dann immer auf Reise gehört und sowas. Ah ja. Wieso hältst du dir denn das jetzt hin? Ich muss das doch halten. Dann halt du das mal. Halt das. So, jetzt komm rüber. Jawolle. Alter.
Bolinski, pass auf, wir können jetzt das Ding wiederholen. Wir stellen uns jetzt einfach hier auf meine Kiste drauf und gut ist. Nee, guck mal. Wieso denn? Ach, wir müssen da hoch. Du kannst ja auch um die Ecke. Ja, okay. Wie denn? Da ist noch ein Zaun, Pfosten. Hahaha. Hab ich nicht gesehen. Aber wir sind ein gutes Team, finde ich. Ja, finde ich auch. So, Vorsicht, da stirbst du. Ja. Ach so, ich wollte hier holen, aber da stehst du ja schon. Naja, also den unten habe ich geholt, aber du musst jetzt irgendwie, genau, einmal ganz rüber. So, und jetzt bleibt man da stehen, bleibt man da drauf. Dann kann ich hier hoch. So, und jetzt kannst du rüber und ich kann auch rüber. Alter, ich bin oben rüber. Rüber. Halleluja. Du bist so gut in diesem Spiel. Ich weiß schon, warum du mein Lichtblick bist. Ja, weil ich dich so viel immer lobe. Komplimente machst. So. Ich weiß immer nicht, wie man Kisten erstellt. Am Mann! Oh! Nein! Was machst du? Nee, gar nichts, gar nichts. Gar nichts, sagt er. So, warte mal, ich schieb das jetzt einfach. Nee, warte mal, wir müssen hier drauf. So. Ja. Und jetzt Achtung. Bist du bereit? Ja, ich hab auch einen. Oh. Ah, und da Walljump, ne? Ja, aber schieb mal deine Kiste auch noch mit drauf. Ja. So. Easy. Boah, Alter. Nice. Ey, jetzt könntest du mir auch mal ein Lob langsam aussprechen. Ja. Lob. Oh, oh. Aber du bist tot, ne? Nee, ich bin gar keiner tot. Aber ich hab gelitten und ich sehe nur dein. Du weißt, wie du die wegmachst, ne? Mit einer Kiste auf den Dez schmeißen. Ja, ich muss bloß. Oh, aua, 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 aua. Oh, ich starb! Du starbst? Ja. Wieso denn bloß? Ja, weil der Typ mich mit der Feuerkugel weckelt. Alter. Oh ne, aber du darfst nicht sterben. Komm mal klar, ey. Ich darf nicht sterben, sagt er. Hab ich ihn noch gelebt? Nein, ich hab den nicht mehr erlebt! Nein! Das gibt's doch nicht! Ah, Alter! Das müssen wir alles nochmal machen, wa? Ja, weil du gestorben bist. Jetzt kriegen wir aber schneller hin. They'll never let me graduate if I don't find it. So. Hier, der hin. Hältst du mir hoch? Weile. Ups. Okay. Warte, ich halt dir hoch. Puh. Das ist gut, dass du schon so. Die Tastenkombinationen so gut aus dem Kopf kannst. Ja, nicht alle leider. Also muss man den ganzen. Ja. Gut, ich dass du mich holen kannst. Ich bin nur. Oh, das erste super. Mal. Das erste Mal hol ich den Rumpel. Aus dem Teufel. Ah, manchmal habe ich hier schon noch Probleme, die. So. Da sind wir auch schon wieder. Ah, nee. Ah, du bist da. Ich hab's noch nicht ganz. Oh Gott, jetzt bin ich alleine hier gegen die Viecher. Oh, vor allen Dingen komme ich. Kann ich. Das Ding gar nicht alleine. Oh, das hat aber nichts gebracht hier. Ich krieg das vor allen Dingen mit einer Kiste nicht alleine hin. Du musst mir nochmal so eine Kiste aufgeben. Ich hab hier gerade Riesenprobleme und kann leider nicht. Dann spring wieder runter, verpiss dich. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich kann, die Tür ist zu. Ach so, ach dann kann, dann ist. Ich versuch das jetzt einfach. Oh Mann, aber ich hab's gerade gedacht. I got it. Beinahe. So, komm her, du Vogel. Ach, scheiße, jetzt hab ich den. Oh, den hab ich dir nicht getroffen, nee, ne? Ah, ist gut, ich hab mir so meine eigene kleine Challenge. Hä? Musst du nicht mehr auf den Kopf geben? Anscheinend nicht. Oh, Mist. Anscheinend nicht. Na, dann hole ich mir jetzt erstmal den hier hinten
Oh Gott, ob ich da wieder rauskomme? Ach so, das Problem ist, glaube ich, ich kann gar nicht... Die Tür ist... Doch, da bin ich. Ah, geil. Ich habe nicht so richtig Ahnung... Ah, warte mal. Doch, ich weiß wie. Die Feuerkugel kannst du dir... Ja, 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 genau. Nee, das war's nicht. Wow, wow. Du hast ihn einfach nicht getroffen. Was ist denn da hinten in der... Bist du jetzt gestorben? Nee. Nee. Ich glaube, ich muss warten, bis der wieder unten ist. So, und dann... Ach Gott. Hast du die jetzt oder ich? Nee, ich hab sie. Weiß nicht. Nee, du hast sie. Ich kann's nicht Was so... Was ist denn mit diesem Licht? Mann, jetzt gib dir neben dem nochmal die Kugel. I'll never graduate. I'll never become a wizard. Ah, das stimmt. Wenn du so weitermachst, dann wird das nichts. Wer ich oder was? Nee, der Wizard hier. Boah, ich krieg's nicht hin. Jetzt krieg's hin, ne? Jetzt, wo er. Ich weiß nicht, der hat aber auch keine. Guck mal, schlag doch mal da oben die, das ein. Das hier? Siehst du oben, ja. Ja, nicht schlecht. Und jetzt eine Kiste hinbauen und wir hauen einfach nach oben ab. Ja. Bau du mal eine Kiste dahin. Vorsicht! Ja, nur einfach eine Kiste. Ich bin weg. Ich will auch. Aber hier oben liegt auch nichts rum, was man da. Der muss mir mal helfen. Ja. Ja. Nur mal runterkommen. Scheiße, mein Mikrofon ist auch im Bild. Ah! Nee, 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 jetzt, pass auf, pass auf. Wieso bist du jetzt runtergesprungen? Sollte ich nicht runterspringen? Nee, nicht so helfen, sondern mir einfach die Kiste mal richtig hinstellen, sodass ich da hoch kann. Weil der macht die halt immer wieder kaputt. You understand? Yes, yes, yes. So, jetzt hat er sie da. Ja, ja, ja. Och, jetzt komm schon! Jawoll. I think it's here. I'm going to find it. Kann man den auch mitnehmen? Den großen Globus hier? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist Rinsewind. Finde ich auch. Ich finde, der ist. Hier vorne. Der ist wie Rinsewind. Kleiner Drachen noch. Guck mal, ein kleiner Drachen. Oh, ist der süß. Ja. Hier haben echt viele Details hier drin, ne? Aber ich glaube, das war's auch. So I am a wizard. This is just 25 von 25. Jetzt müssen wir noch eine kleine Map machen, dann können wir wieder eine große machen. Ach so. Ein Stück. The Astral Academy is full of danger. Mostly thanks to So, hier waren wir doch schon mal. Das haben wir doch schon mal gemacht hier, das Ding. Oder haben wir es nicht geschafft? Kannst du dich daran erinnern? So. Jetzt sind hier. Mach du mal die Viecher weg, ich mach das hier. Achso, nee, das ist ja schon. Oh, krass, was machen die denn für Geräusche und warum machen die mich tot? Die musst du so kaputt stampfen halt, ne? Aua, aua, aua. Die machen ja fiese Geräusche. So, wo bist du? Tot. Oh Gott, hab ich die Gold? Nee. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen koordinierter vorgehen. Wir müssen schneller die Viecher wegmachen. Sobald wir auf eine dieser Kugeln gehen, kommen die Viecher. Ja. Geh du mal auf eine Kugel. Ich finde, den Schatten hätten sie etwas deutlicher machen können. Da leuchten jetzt schon alle plötzlich. Ah, nicht drauf gehen! Ich hab doch gerade gesagt, wenn du auf die zweite Kugel gehst, dann kommen alle. Ja, aber es leuchtet doch jetzt alles schon. Ja, aber das bringt ja nichts. Das heißt ja nur, dass die Gegner kommen. Jetzt bin ich tot und du auch. Ach so, hä? Das meinte ich doch gerade. Sobald du auf eine Kugel gehst, kommen Gegner. Ja, und wenn du auf beide Kugeln gehst, dann kommen doppelt so viele Gegner. Ja, ja, aber man muss doch... Oh Mann, wie viele Geräusche, ey. Ja, du musst das mit dem Stampfer machen. Ohne den Stampfer wird das nichts. Das ist B, der Stampfer. Ja. Oh, jetzt trifft den doch. Der Schatten war voll unter dem. So, ich habe alle weggemacht, glaube ich.
Oder wir haben alle welche gemacht. Mir geht's ein bisschen schlecht und ich hole jetzt die zweiten. Achtung. Auf der anderen Seite. Aber nicht übereinander. Einer ist weg. Zwei sind weg. Drei sind weg. Vier sind weg. Fünf sind weg. Und den kriege ich auch noch. Sechs. Bäm. Jawoll. Oh, das sind aber richtig viele jetzt hier. Ich glaube, jetzt haben wir genug, um tatsächlich weiter im Text zu machen. Also das große Level zu spielen. Ja. Tatsache. Ich finde es schön. Killer Kürbis sagt gerade, hey, Quadcorphinia, es gibt auch männliche Hausdrachen. Wie man sich über Hausdrachen noch auslassen kann. Hier ist auch noch ein kleines. Sollen wir lieber ein großes machen, oder? Dass es die Vokabel überhaupt noch gibt. Hausdrache? Ja. Ja. Ich glaube, sie meinte auch tatsächlich die eigentlichen, also die, nicht den Drachen an sich, sondern eher, Mutter, genau, die Schwiegermutter. Oh, ist das schön. Why would we be the ones to slay Sarek? Let's not get ahead of ourselves. We need to find all the pieces of the artifact of soul before anyone is even remotely ready to hunt for Sarek or his heart. Bisschen unordentlich. But after this adventure is over, we can all be free, go our separate ways and everyone will be happy, right? All right then. It's a deal. Boah, das ist ja eine fiese Sache hier. Geil, man kann eigentlich schon so hoch. Ja, wenn man jetzt mal das so macht. Oh. Gut. Right. Ach, komm schon. Jetzt nicht abspringen, sondern nach oben springen. Bleibst du denn? Ich weiß auch nicht. Ich komme irgendwie nicht rauf. Gerade. Dann mach dir doch schnell eine Kiste hinten drauf. Oh, das ist eine gute Idee. Braucht's denn nicht, war? Wollt's jetzt auch noch. Ich wollte jetzt mal beweisen. Stellen, ja, ja. Ah, guck mal, ich kann. Ja, wir können jetzt wieder alle spielen. So, wie war das denn noch bei der hier eigentlich? Ich weiß halt überhaupt nichts mehr. Oh, du kannst eine Kordel an meinen Teil machen. Wie kriegen wir den da oben? Wall Jump. Ja. So, wir müssen auch hier weiter übrigens, sehe ich gerade. Wuhu! Ah! So, jetzt darüber. So, genau. Nicht runterfallen. So, ich hole mir noch den da oben. Ja. 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 Oh ja. Eine schöne Eislandschaft. Oh Gott! Hey. Aber ist gut, damit hast du für mich den Weg geebnet. Ey, die hat eine Rolle gemacht. Die ist ja geil drauf. Ja. Ich mag den hier ja. Mhm. Aber wenn man hier reinspringt ins Wasser, dann erfriert man, weil es so kalt ist, oder? Nö. Ich glaube, wir konnten sogar doch irgendwie tauchen. Wie ging das denn nochmal? Ah ja, genau. B. Bertha. Hier sind nämlich auch noch Goodies, Goodies, Goodies. Brustschwimmen. Ja. Ich weiß nicht, ob geil. Guck mal, wie der schwimmt, der Ritter, der ist sehr geil. Ja, mit dem Schild, ne? Ja, das ist total super. Geht's denn da hinten noch weiter eigentlich? Hab ich nicht geguckt. Ah, guck mal, hallo Ritter. Ich glaube, das geht gar nicht, man kann gar nicht so schwimmen. Macht das nicht nach, Kinder. Ach, aber der Zauberer ist schon auch geschickt unter Wasser. Leute, wir haben hier noch ein Goodie rumstehen, ne? Das ist ja schon klar. Und dass das auch auf die Luft geht? Oh, guck mal. Ja, ich glaube, ich muss das hier so runterziehen und dann kann man da vielleicht mit dem Ding nach oben. Ja. Lass mich mal, ich alte Badenixe, ja? Kann ich dir da draufstellen? Oh, ah, und shit. Da haben wir uns in der Dimension vertan. Ja. Und jetzt in der Höhe. Ah, warte, den muss ich einen neuen machen. Ups. What the fuck? So, jetzt mach doch mal.
Jawoll. War ein bisschen ruckelig aus. Muss ich auch dahin? Nö. Jetzt können wir tauchen. Jetzt gehen wir auf Tauchstation. Ach,